Was sind quantitative und was sind kategoriale Variablen? Gucken wir uns dazu den Datensatz Tipps an. Da geht es um sogenannte Tipping Behavior, also wovon hängt die Trinkgeldhöhe ab. Über den Befehl Inspect Tips kommen wir zur Auflistung der quantitativen Variablen und der kategorialen Variablen. Ich starte mal mit den quantitativen Variablen. Es sind hier drei. Zum einen Total Bill. Total Bill ist die Rechnungshöhe. Und Total Bill ist eine sogenannte numerische Variable, genauso wie Tipp. Was sind numerische Variablen? Ja, im Prinzip, wenn da ein Punkt ist und danach eine Zahl kommt, dann springen wir von numerischen Variablen oder es kommt irgendwas, kann auch 0,0 sein oder 9,0. Immer wenn was nach einem Punkt kommt, handelt es sich um numerische Variablen. Auf Deutsch, dass da kein Punkt ist, sondern ein Komma wäre, spricht man auch von Gleitkommazahlen. Quantitative Variablen können aber auch Integer-Variablen sein. Integer steht für ganzzahlig. Hier geht es jetzt um die Variable Size, also wie viele Menschen sitzen am Tisch beim Mittag- oder beim Abendessen. Das ist eben Minimum eine Person und Maximum 6 Personen. Integer, auch eine quantitative Variable, Variablentyp. Und dementsprechend halten wir mal fest, quantitative Variablen sind entweder numerisch oder Integer, also Gleitkommazahlen oder ganzzahlige Zahlen. Was sind dann kategoriale Variablen? Ja, hier haben wir in diesem Datensatz 4, also beispielsweise das Geschlecht. Da haben wir 2 Levels, also sprich männlich, in dem Fall 64%, und weiblich, in dem Fall 36%. 2 Level, 2 Kategorien. Wir haben eine weitere kategoriale Variable, Smoker, 2 Level. Nichtraucher 62%, Raucher 38%. Wir haben die kategoriale Variable Day, die hat 4 Level und 4 Level sind in dem Fall 4 Kategorien, also Samstag, Sonntag, Donnerstag und steht jetzt hier nicht. Der Rest wäre dann am Freitag, an 4 Tagen. 4 Kategorien stehen hier zur Verfügung. Und bei Time haben wir wieder 2 Kategorien, entweder Abendessen 72% oder eben Mittagessen 28%. Kategorien, männlich, weiblich, Kategorien, Raucher, Nichtraucher, Kategorien, welcher Tag, Kategorien, welche Zeit, nennt sich auch Factor und dementsprechend kategoriale Variablen, sobald Kategorien zu unterscheiden sind.